Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an dem heutigen Freitag hier bei uns, wo ich mein Büro habe. In der Nähe von Leipzig ist es sehr, sehr Novemberwettermäßig. Es regnet, es ist grau und passend dazu auch die Sachen, die wir gestern an den Märkten erlebt haben. Aber davon lassen wir uns ja nicht verunsichern. Das gibt uns jeden Tag die Chancen, gute Trades zu finden. Von der Seite her freue ich mich auch heute, Live-Zuschauer wieder hier direkt dabei zu haben. Ludger Allenaar, Olaf, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite her. Ich hoffe, Ton und Bild sind gut und wir können uns jetzt hier wie jeden Freitag nicht nur den Handelsideen, ja, sagen wir mal, widmen, sondern wir gucken natürlich auch, was sind die wichtigen Nachrichten für die nächste Woche, wie ist die aktuelle Situation in den großen Indizes. Da hat sich ja mittlerweile doch einiges getan. Gestern war viel, viel Nachrichten-Input auf die Märkte. Wir hatten entsprechend wichtige Sachen zum Thema USA, China, da gab es ja am Wochenende erste Entspannungszeichen, gestern dann der Knall mit der Festnahme in Bezug auf die Finanzchefin von Huawei wegen der Marktmanipulation, dann das Thema inverse Zinskurve, also es sind doch viele, viele Belastungsfaktoren, die wir hier momentan an den Märkten sehen und wo wir auch sehen, der Markt spielt das Ganze. Das heißt, die ersten Vorzeichen auch in Richtung inverse Zinskurve und Belastung für den US-Markt, die kommen so langsam immer näher ran. Wir hatten mittlerweile die ersten Informationen, dass einige Banker, einige Notenbanker in den USA sagen, naja, die Zinsen sollten wir mal besser nicht ganz so schnell anheben. Also es gibt hier einiges, wo man etwas Gewitterwolken am Himmel schon ganz, ganz deutlich sehen kann. Und das ist das, was die Märkte, ja, sozusagen, aktuell auch mit Spielen. Olaf, richtig. Wir haben das Wetter hier im wunderschönen Delitzsch. Wer noch nicht hier war, guckt euch das mal an. Ist eine feine Innenstadt. Wer hier in der Nähe ist, einfach mal vorbeikommen. Das lohnt sich auf alle Fälle. Aber bis dahin gucken wir hier weiter in die Märkte rein. Was habe ich heute vorbereitet? Euro-Austral-Dollar, Bitcoin schauen wir uns mal an. Da könnte der nächste Schub nach unten warten. Und dann schauen wir mal auf den Schweizer Aktienmarkt, der gestern auch starke Signale an den Markt ausgesendet hat. Jetzt müssen wir halt einfach nur schauen, wie es da weitergeht. Zuvor aber wie immer der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das und die weiteren Dinge im Risikohinweis bitte ich hier auf alle Fälle auch zur Kenntnis zu nehmen. Und damit starten wir mit unserem Standard in der täglichen Marktvorbereitung, nämlich mit den Themen überblicken, beziehungsweise, das habe ich ja schon gesagt, mit den Tagesnachrichten. Mal heute ist Freitag, heute ist der Tag, an dem wir mal wieder die NFPs, also das heißt die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA genannt bekommen. Heute die wichtigsten Dinge hier um 14.30 Uhr, also dieses Thema aus den USA. Olaf, jawohl, Euro, japanischer Yen, mache ich, gucke ich rein in den Chart, das ist kein Problem. Schauen wir hier weiter auf die Tagesnachrichten. Wir hatten um 8 Uhr schon das Thema der Industrieproduktion hier. Wir hatten eine Prognose eines Zuwachses für den Monat Oktober von 0,3%. Aktuelle Zahlen minus 0,5%. Nicht gut. Das ist schlechter als erwartet und sowas ist in der Regel oft auch schlecht für die Aktienmärkte. Das sieht man dann in den Indizes, dass die Indizes mit nach unten laufen. Wir gucken mal, was der Markt draus macht. Aber nachher, wenn wir später in das Beachbook auch reingehen, werden wir sehen, wie die Weltwirtschaft sich momentan entwickelt, beziehungsweise wie der US-Markt sich entwickelt und dass das auch Einfluss auf den Rest der Welt hat. Und das sind dann halt Dinge, die merkt man dann natürlich auch hier bei uns in Deutschland mit. Aber Deutschland ist natürlich nicht alleine nur abhängig von der Situation in den USA. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viele andere Faktoren dafür. Und wenn die Industrieproduktion zurückgeht und das sozusagen auch ein nachhaltiger Prozess wird, dann ist das etwas ungünstig. Wir hatten ja im letzten Monat einen Zuwachs, Prognose für diesen Monat war auch ein Zuwachs, jetzt haben wir ein Minus. Wenn das Minus sich ständig über die nächsten Monate ausbaut, das wäre dann schlecht. Ansonsten schauen wir einfach mal, was hier entsprechend passiert. Was gibt es noch? Wir bekommen um 11 Uhr die Zahlen zum aktuellen BIP hier in Deutschland. Dann gibt es um 14.30 Uhr aus den USA nochmal was zum Thema Arbeitsbereich und zwar hier die Stundenlohne, Arbeits- bzw. Erwerbsbeteiligungsquote gibt es um diese Zeit auch noch und dann gibt es noch die privaten Beschäftigungen außerhalb der Landwirtschaft. All das hier um 14.30 Uhr. Also da werden einige Informationen zum Arbeitsmarkt hier rausgegeben. Um 16 Uhr bekommen wir dann von der Uni Michigan die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen. Um 18 Uhr spricht FOMC-Mitglied Brainard. Um 19 Uhr
gibt es dann hier, na, das ist nicht so wichtig, die Baker-Geschichten, aber was heute Abend noch sehr, sehr wichtig ist, ist hier das Thema der COT-Reports. Die kommen wie immer am Freitag um 21.30 Uhr. Wir bekommen hier die aktuellen Daten von diesem Markt und können schauen, wie die Big Boys sich im Bereich der Futures entsprechend auch aufgestellt haben, beziehungsweise welche Veränderungen es da in diesem Maße gab. So, damit würde ich sagen, genug der wichtigen Nachrichten. Blicken wir hier in die Charts hinein. Ich packe wieder auf den Desk, den Tickmill Trading Desk hier zusammen mit dem Stereo Trader. Hier sehen wir jetzt aktuell den Schweizer Aktienmarkt. Beginnen wir einfach mal mit dem dritten Instrument, was ich hier in die heutigen Handelsideen für Sie mit aufgenommen habe. Hier haben wir sozusagen mal den Tageschart vom SMI und wir sehen hier, was gestern passiert ist. Wir haben hier unten diesen Drehpunkt. Wir hatten ja schön diesen Markt, der hier schön ordentlich auch nach oben gelaufen ist, immer wieder ran hier an die Hochs, die wir gehabt haben aus dem Juni, wo der Markt hier am Jahreshoch gestanden ist. Das, glaube ich, war zumindest das Jahreshoch. Jawohl, das war es gewesen. Danach ging es nach unten, es ging wieder hoch, wieder immer in diesen Bereich rein und wir haben hier oben in diesem Bereich halt immer wieder Schwäche gesehen. Der letzte Aufwärtstrend hier hat hier oben auch seine Schwäche gesehen. Dann haben wir eine tiefe Korrektur gehabt und gestern hat es halt richtig geknallt. Das heißt, hier sind wir gestern unter diese Marke, unter dieses Tief drunter gelaufen, der Bereich, den ich hier blau markiert habe. Das heißt erst einmal, dass dieser Trend nach oben hin nicht mehr ganz so taufrisch ist. Technisch gesehen ist er gebrochen. Gestern gab es dann am späten Nachmittag in den USA dann auch einen deutlichen Rückzug wieder nach oben. Das heißt, die Märkte sind ja auch dort nach unten gelaufen. Das schauen wir uns nachher in der großen Chartanalyse an. Hier hat der Markt dann natürlich dieses Verhalten gestern antizipiert, der Schub nach unten. Aber wir wissen es ja in diese Richtung. Ein erster Peaks nach unten ist das eine. Wenn die Lage schlecht bleibt, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder drunter gehen. Aber hier ist noch keine Entscheidung getroffen. Wir haben gestern einen starken Intraday-Rebound gesehen. Solche Rebounds können dann immer wieder vorkommen, wenn es jetzt wieder passieren sollte, wonach es momentan aktuell noch nicht ausschaut. Aber wenn das ganze Ding gespielt werden sollte, wäre es rein theoretisch möglich, hier oben an das Tageshoch bzw. hier vielleicht zum Gap Close zu kommen. Aber das ist wirklich rein theoretisch. Das, was die Märkte hier momentan spielen, ist eher der Druck von oben nach unten. Und das ist das, was wir hier auch aktuell im Index wieder sehen. Der Markt läuft wieder stark nach unten ran hier. Und da steht halt die Gefahr im Raum, dass wir deutlich tiefer laufen. Gestern sind wir im Peak schon mal hier unter dieses Tagestief bei 8.664 Punkten gelaufen. Danach ging es wieder hoch. Aber das ist jetzt natürlich eine Marke, die steht im Raum. Das Tagestief von gestern dann auch entsprechend, das lag hier bei ungefähr, noch nicht ungefähr, wir können ruhig sagen, 8.648 Punkte. Da ging es hinein und da ging es hinunter. Und das ist halt eine Marke, die muss man hier definitiv mit im Auge haben. Das ist das Tagestief. Alles noch weit weg, aber das sind halt dann Marken, die im Raum stehen. Und diese Marken werden dann halt von Händlern entsprechend auch mit aufgenommen und führen dann entsprechend zu Reaktionen im Markt. Mit Blick nach unten ist der nächste, sage ich mal, Supportbereich, den wir hier im Markt sehen, der Bereich dieser Tiefs hier, die wir hier unten hatten, um die Marke von ungefähr 8.580, 6.000 Punkte hier in diesem Drehbereich. Da ist der nächste Anlaufpunkt, der Support. Hält das Ganze nicht, dann schau mal hier unten in diesem Bereich hier, ich stelle mal kurz eine Marke hinten dran, hier unten, da haben wir hier diesen Bereich um die 8.400 Punkte, das ist hier unten der Bereich und der ist dann der nächste Anlaufbereich, den wir da haben und das ist halt ja doch schon einiges an Potenzial noch für die Unterseite und das muss man einfach entsprechend hier mit in Betracht ziehen, dass wenn die Märkte runterlaufen, dass die dorthin laufen können. Das ist auf der anderen Seite auch schön, weil das gibt uns gute Vorgaben, hier aus den gewissen Bewegungen unserer Stückchen vom Kuchen auch rauszuschneiden. Das ist fein. Wenn der Markt dann endlich einmal eine Entscheidung getroffen hat und solche Dinge auch anläuft, dann kann man sehr gut damit entsprechend auch kalkulieren. Und das wollen wir ja hier sehen. Wir schauen uns das Ganze hier wie immer auch mal in den untergeordneten Zeiteinheiten an. Was wir hier sehen im Schweizer Aktienmarkt ist dieser massive Schub hier über die letzten Tage. Das ist das, wo es runtergebracht hat. Hier gab es gestern diese schöne, starke Überdehnung nach unten in diesen Bereich hier unten rein, wo wir diesen Peak im Tageschart gesehen haben. Dann lief es wieder hoch. Das heißt, der Stundentrend ist weiterhin immer noch intakt. Interessante Marke ist dieser Bereich dann hier oben, was der Markt jetzt hier draus macht. Aktuell wollte er da nicht drüber gehen. Und wenn hier Schwäche wieder reinkommt in den Markt, dann ist das natürlich hier das Zeichen, dass sich jetzt dieser Trend der Stunde weiter nach unten fortsetzt. Da kann der kurzfristige Trader sagen, gut, hier haben wir schöne Anlaufpunkte aus dem Trendverlauf in den kleineren Zeiteinheiten, kann man schön nach unten mitnehmen. Tief hier unten, aktueller Trend,
der Stunde nach unten gerichtet 8.647 Punkte. Das wäre mal erst einmal ein Bereich, wenn der Markt weiter runterläuft, als Anlaufpunkt der Trendfortsetzung in der Stunde, und dann natürlich hier den Blick weiter entsprechend nach unten gerichtet. Da ist also Potenzial zur Unterseite definitiv auch mit da. Gibt es hier in der Stunde einen Aufwärtstrend, der sich entwickelt, dann wäre das das Zeichen, dass der Markt etwas mehr Rebound machen möchte. Aber wie schon gesagt, aktuell kann man dazu noch nichts Genaues sagen, weil der Markt hier einfach noch keine Entscheidung getroffen hat. Aus diesem Grund die wichtigen Punkte hier in diesem Chart in der Stunde. Auch gut zu sehen, das, was wir im Tag gerade avisiert haben. Gut, als nächstes schauen wir ins Währungspaar Bitcoin US-Dollar. Die Kryptowährung, die hat uns ja in letzter Zeit auch ordentlich Bewegung beschert. Dann gab es so ein bisschen Korrektur. Hoppala, wartet mal. Ich habe das in einem anderen Chart vorbereitet. Das haben wir hier drüben. Da gab es jetzt mal wieder ein bisschen Korrektur. Sie wissen ja, ich gucke sehr, sehr gerne auf Chartmuster, weil Chartmuster häufig wirklich richtig gut funktionieren. Wir hatten ja hier lange, lange Zeit dieses hier oben liegen im Markt, wo wir hier unten diese Linie hatten, wo der Markt mit den fallenden Hochkursen uns gezeigt hat, der Druck von oben wird immer, immer stärker, und dann ist das Ganze irgendwann geborsten, unter diese Marke drunter geschoben, und dann hat es richtig, richtig geknallt, von ja guten 6.000 Dollar runtergefallen auf 3.500 Dollar. Dann gab es hier dieses Korrekturmuster, dieses Dreieck, was ich hier ausgebildet hat, ja, wo man aus der Korrektur heraus hier oben schon das erste Signal zur Umkehr hatte. Jetzt hat sich dieses Dreieck hier ausgeformt, und hier unten ist die Marke von 3.500 US-Dollar. Und jetzt ist der Markt hier in gewisser Art und Weise schon drunter gelaufen. Das heißt, der erste Schub unten drunter ist da. Jetzt gibt es so ein bisschen Korrektur. Wenn sich das Ganze weiter nach unten ausdehnt, kann man ja wirklich die Chancen nutzen, aus den kleinen Zeiteinheiten in den Schub von oben her hinein zu traden. Nächster Anlaufpunkt wäre dann hier die Marke von 3.000 US-Dollar. Ich habe hier oben mal noch einige Marken reingelegt, die sind momentan nicht ganz so relevant. Wenn der Markt nach oben laufen sollte, haben wir halt ein paar Tageshochs. Das heißt, wenn man sich hier entscheidet, in die Korrektur zu gehen, es ist doch keinen Schub nach unten zu machen, dann könnte die Korrektur nach oben laufen, und da brauchen wir natürlich immer mal so den Blick. Ich zoome das mal ganz kurz etwas weiter rein hier in die Tageshochs, die zuvor gelegen haben. Das spielt der Markt aktuell nicht, aber wenn das kommt, ich weiß, dass hier viele Zuschauer auch dabei sind, die gerne auch gute Gegenbewegungen traden, weil die können ja immer mal kommen, und da macht es natürlich Sinn, auf die Tageshochs mit drauf zu blicken. Das heißt hier, ich lege die anderen Tageshochs, die wir hier haben, auch mal noch mit rein. Das sind dann entsprechend die wichtigen Marken, die wir hier als Anlaufpunkte mit im Chart haben können, und die sehen wir dann hier im Bereich von, wo haben wir es alles liegen? Hier haben wir das Tageshoch von hoch war 3.901 Dollar. Hier hatten wir das Tageshoch um die 3.828. Da gibt es ein bisschen was, wo der Markt nach oben hin tendieren kann, wenn er entsprechend korrigiert. Nach unten hin ist der Markt natürlich jetzt sehr schön offen, wenn wir uns das Ganze auch mal in der Woche anschauen. Hier ist diese Marke, der Bereich, den ich hier eingegliedert habe mit dieser Grünlinie, ist dieser Ausbruchsbereich auch hier, den wir gehabt haben in 2017, wo es nach oben geschoben ist. Der hat hier drüben schon einmal gehalten, wo der Markt dann nach oben gespiked ist, oder ja, gespiked kann man schon sagen, das war eine Riesendynamik, die hier dann aufgetaucht ist, und das kann natürlich hier unten auch passieren. Das heißt, dieser Bereich hat schon einen gewissen Anziehungspunkt, eine gewisse Marke, wo man dann einfach auch mal beispielsweise Gewinnmitnahmen planen kann, weil hier ein möglicher Unterstützungsbereich eine gute Bewegung nach oben hin ermöglichen kann. Also das sind Punkte, die können wir hier im weiteren Bereich sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut entsprechend auch für das Trading mit umsetzen. In den kleineren Bereich hier auf Tagesbasis haben wir jetzt aktuell das, was wir hier sehen, den Schub nach unten, und das ist halt interessant, und auch hier wieder entsprechend den Blick in der Stunde. Das lässt sich momentan auch sehr schön machen. Was wir hier in der Stunde sehen, ist momentan einfach der sehr schön laufende Abwärtstrend. Der setzt sich jetzt einfach hier nur fort. Jetzt sehen wir hier ein bisschen was an Korrektur. Das heißt, solange wie dieser Trend einfach nicht gebrochen ist, sehen wir, dass der weiter nach unten läuft, und das Potenzial, bis zur 3000 runterzufallen, ist halt definitiv da. Und das kann man schön nutzen, indem man jetzt einfach die Korrektur hier abwartet in der Stunde, den Markt nach unten laufen lässt und dann die Umkehrsignale nutzt und zack, auf dem Weg nach unten mit dabei ist. Da kann einiges kommen, deswegen sehr interessant hier an dieser Stelle in diesen Markt hineinzublicken. Und als dritten Chart heute im Währungsbereich blicken wir einmal wieder auf den Euro-Austral-Dollar hier. Den hatten wir auch schon das ein oder andere Mal im Trading mit drinnen. Ich habe das hier gezeichnet. Und zwar hatten wir ja jetzt letztens diese schöne, starke Abwärtsdynamik hier gehabt, als der Markt hier oben rumgedreht ist, den Markt nach unten geschoben hat. Hier oben hat man wieder sehr, sehr fein die Möglichkeit, nach unten zu traden. Und jetzt haben wir in den letzten Tagen nach dieser schönen, tief gelaufenen Bewegung gesehen, hier unten bei 1,53
4, 6, 5 hat der Markt angefangen, eine gute, starke Gegenbewegung zu schieben. Gestern ging es dann hier oben drüber über dieses Hoch, aber es ist halt der Widerstandsbereich. Ja, da kann es immer mal ein bisschen Gezappel geben. Hier stellt sich jetzt halt die Frage, wie geht das da oben weiter? Bleibt der Markt so, wie er jetzt ist? Das heißt, war das hier gestern dieser Rückgang nur klassisch ein kleiner Rücksetzer und dann schiebt es das Ganze weiter nach oben? Dann können wir natürlich, was die Zukunft angeht, halt auch schauen, wenn wir hier über diesen Bereich drüber gehen, uns hier drüber etablieren, dann haben wir kurzfristig erst einmal Anlaufbereiche hier in diesem Bereich, in diesem Tageshoch um die 1,58364. Das wäre kurzer Anlaufbereich, mittelfristig dann hier oben dieser Bereich, wo der Markt hier unter dieses Tief gebrochen ist, ungefähr 1,58858, das ist hier oben dieser Bereich. Also da bitte auch nicht immer auf den Cent genau schauen, das sind grobe Bereiche, wo dann entsprechend Orders liegen können, die hier für starke Widerstände sorgen. Bis dahin ist noch einiges am Platz, aber wir sehen ja, wie dynamisch dieser Markt auch laufen kann. Wir haben das hier auch gesehen, starke Aufwärtsbewegung, dann gab es mal einen Tag Korrektur und dann schob es den Markt nach hoch. Das ist etwas, das ist in diesem Währungs ganz, ganz oft der Fall, starke Dynamiken, und das kann man hier sehr, sehr schön zum Trading auch aus den kleineren Zeiteinheiten nutzen. Und das, was wir hier sehen, sind halt erste Anzeichen dafür, dass der Markt weiter hochläuft. Hier oben an diesem Peak wird es jetzt interessant. Wenn er hochläuft, wie schon gesagt, dann ist dieser Trend hier, dieser Abwärtstrend erst einmal gebrochen. Anlaufmarken hier hatte ich auf der Oberseite genannt. Ist der Widerstand hier aber so stark, dass der Markt rumdreht, das heißt hier wieder in Richtung dieses Abwärtstrends läuft, dann haben wir nach unten hin natürlich auch interessante Punkte stehen, weil dann könnte es unter Umständen wirklich sein, dass wir wieder hier dieses Tief antesten. Da haben wir viel, viel, viel Potenzial nach unten. Da müssen wir einfach schauen, dass wir die Umkehrbewegung in der Stunde bekommen. Und dann sehen wir natürlich hier einfach aus der tiefen Korrektur heraus sehr viel Potenzial nach unten hin. Hier auf Tagesbasis sehen wir natürlich erstmal ein paar Tagestiefs, die dann anlaufbar sind. Hier unten das nächste Tagestief vom Donnerstag sozusagen bei 1,55971 und hier das Tagestief vom Mittwoch bei 1,54210. Also da ging es nach oben schon ganz schön zur Sache. Und hier sehen wir im Stundenchart auch, was aktuell los ist. Das heißt, wir sehen diese schöne dynamische Aufwärtsbewegung, und ich sage an der Stelle auch so, wie es ist, die ist noch lange nicht vorbei. Warum ist die noch lange nicht vorbei? Der Trend ist intakt, Nummer 1. Nummer 2, wir sehen die Korrektur, wo sich untergeordnet auch wieder ein Aufwärtstrend gebildet hat. Das heißt, wir haben jetzt hier in der Stunde einen untergeordneten Aufwärtstrend, der in den übergeordneten Stunden Aufwärtstrend läuft. Das heißt, 2 Trendgrößen in die gleiche Richtung unterwegs. Das ist sehr, sehr spannend, und das ist ein Anzeichen dafür, dass der Markt noch längst nicht fertig ist. Natürlich müssen wir abwarten, Entschuldigung, was hier oben passiert, also über dieses Hoch müssen wir drüber, das ist dann die Trendfortsetzung, und wenn der Markt da nicht müde wird, dann ist das ein wirklich sehr, sehr schönes Anzeichen dafür, dass wir wirklich ein ganzes Stück weit noch nach oben laufen können. Da ist das Potenzial zur Oberseite, und das ist hier ganz, ganz, ganz wichtig, und das zeigt uns hier der Stundenchart momentan auch wieder sehr, sehr schön an. Gebert, grüß dich, guten Morgen. Schön, dass du hier dabei bist und heute auch mal in meinen Marktblick reinschaust, wie wir hier zusammen auch arbeiten. Gut, schauen wir hier dann mal noch auf den Wunschchart. Der Olaf hat sich gewünscht, Euro, japanischer Yen. Da gucke ich gleich mal noch mit rein. Das machen wir hier direkt noch in der Chartschau, bevor wir dann in die Nachrichtenplanung für die nächste Woche und die große Chartanalyse gehen. Euro, japanischer Yen, hier auch wieder im Tageschart erst einmal. Ich suche es eben raus. Hier ist er, da ist er angekommen. Euro, japanischer Yen, das hatten wir ja vor kurzem auch, diesen starken Move nach unten. Ich zeichne diesen Chart gleich mal noch wieder fertig. Das heißt, hier ist ja der Trend nach unten weiter gelaufen, und dieser gesamte Abwärtstrend ist momentan auch weiterhin intakt. Das können wir ja sehen. Wir hatten hier oben diese schöne tiefe Korrektur. Hier die Umkehrsituation, jetzt läuft der Markt runter. Und was sehen wir jetzt? Wir sehen jetzt erstmal übergeordnet weiterhin den Abwärtstrend, das ist ganz klar. Dann hier hin und her gezappelt innerhalb einer korrektiven Phase. Das heißt, das, was wir jetzt hier haben, das ist nichts Schönes. Wir haben hier draußen sozusagen einen Außenstab, wo die Märkte hier drinnen hin und her zappeln. Das kann interessant sein. Sie sehen ja die Marken hier auch noch drinnen, für jenigen, der in diesen Ranges traden möchte. Das heißt, wir haben ja hier eine Trading Range irgendwo hier unten, die Unterseite bei 1,27632 und hier oben den Deckel irgendwo drauf um die Marke von 1,29,2. Das läuft immer wieder ganz gut von unten nach oben oder von oben nach unten. Das sieht man ja hier in den kleinen Zeiteinheiten. Für diejenigen, die das Ganze im mittelfristigen Bereich traden möchten, muss man sagen, hier ist momentan weder Fleisch noch Fisch. Das heißt, ich, wenn ich solche Charts sehe, halte hier wirklich absolut die Füße still. Das heißt, wenn ich innerhalb einer solchen Range traden möchte, dann nur in den kleinen Zeiteinheiten und dann nur von den Extremen ausgesehen. Das heißt, von extrem weit oben nach unten hin oder von extrem weit unten nach oben hin.
präferiert natürlich, was ich jetzt gerne in solchen Situationen möchte, ich möchte dann natürlich lieber von oben nach unten traden, weil ich dann den großen Trend von oben noch auf meiner Seite habe. Das heißt, hier ist eine sehr, sehr stark laufende, langziehende Seitwärtsbewegung und wenn wir hier oben anbrannt nach unten laufen, habe ich ja immer die Chance, dass wir unter dieses Tief drunter laufen und sich dieser Stundentrend hier, beziehungsweise der Tagestrend weiter nach unten fortschiebt. Das wäre dann meine präferierte Geschichte, die ich da machen würde. In der jetzigen Situation würde ich einfach die Füße stillhalten, wenn ich keinen Trade hätte. Wenn ich einen Trade laufen hätte und wir hier mal diesen Schub hier, diese Bewegung, dieses Gezappel von oben nach unten nehmen würde und ich wäre drin und die Stunde traden würde, sehen wir die Stunde im abwärts gerichteten Markt. Das heißt, da wäre ich jetzt noch relativ entspannt, wenn ich nach unten investiert bin, weil der Markt halt einfach noch runterläuft. Wir sehen hier unten zwar momentan auch wieder dieses Innehalten. Eine Entscheidung wird in meinen Augen dann getroffen, wenn der Markt hier oben drüber läuft, also hier diesen Bruch macht von diesem Markt, weil dann haben wir hier sozusagen dieser kleine Stundentrend, der sich dann in den etwas größeren reinschiebt und der bricht hier oben die Marke dann weg, dann hätten wir hier übergeordneten Schub nach oben. Das wäre dann das Signal, dass wir eher wieder in die Oberrichtung laufen und dieses Getingel innerhalb dieser Trading Range im Tageschart entsprechend einfach noch ein Stück weiter geht. Müssen wir mal schauen und abwarten, dass hier sozusagen der Blick aus meiner Sicht, Olaf. Ich hoffe, das Ganze passt für die erste Einschätzung. Wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach. Da können wir hier nochmal detaillierter auf bestimmte Sachverhalte mit eingehen. Daniel, auch von mir einen schönen guten Morgen. So, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle weiter im nächsten Punkt. Und zwar schauen wir einfach mal auf die Termine für die kommende Woche. Da gibt es auch wieder eine Menge Nachrichten, die sehr, sehr wichtig sind und wo wir hier sozusagen auch sehr, sehr gut sehen können, wo Bewegung in den Markt kommen kann. Wir fangen hier am Montag an. Da gibt es das Thema Jobmarkt in den USA wieder hier, sozusagen die JOLTS-Stellenangebote. Das ist aus dem Monat Oktober, aber diese Nachricht bekommen wir. Am Dienstag gibt es hier den ZEW-Konjunkturindex, das heißt die Konjunkturerwartung für Deutschland und um 14.30 Uhr den Erzeugerpreisindex in den USA. Am Mittwoch nächste Woche, da gibt es wieder mal einen im Laufe des Tages festgesetzten Event. Wir sehen hier auch noch keine Zeit. Da spricht der FED-Vorsitzende Powell. Um 14.30 Uhr gibt es dann den Verbraucherpreisindex in den USA und es gibt am Mittwoch wie immer die Rohöllagerbestände. Am Donnerstag gibt es dann seitens der EZB die Zinsen und entsprechend auch den Zinsentscheid und die Pressekonferenz. Also Donnerstag ist dann hier sozusagen der Tag für die Europäische Zentralbank und am Freitag bekommen wir den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland, aus den USA die Einzelhandelsumsätze und das sind alles sehr, sehr wichtige Nachrichten, die uns auch einen großen, großen Hinweis auf die wirtschaftliche Entwicklung hier in den USA, in der sehr großen Volkswirtschaft geben und das hat definitiv Einfluss auf die Märkte. Und wo wir bei den Märkten sind, schauen wir jetzt gleich wieder hinein in die Märkte und zwar direkt wieder in die großen Indizes hinein. Heißt also, wir blicken auch heute auf den WTI, aber wir schauen erstmal mit den Indizes rein. Hier, wir starten mit dem deutschen Markt. Will jetzt nicht sagen Chaos, aber der ein oder andere könnte doch durchaus etwas durcheinander gekommen sein, nachdem wir hier ja in der letzten Zeit doch etwas Aufwärtsdynamik im übergeordneten Abwärtstrend haben, aber es hat sich hier einfach gezeigt, der Markt ist deutlich weiter nach unten unterwegs. Wir hatten im großen Bild ja schon mal gewisse Level genannt, wo der Markt auch reinlaufen kann. Ich schalte hier mal ganz kurz um in den Wochenchart. Ich hoffe, diese ganzen Zeichnungen hier stören nicht, die wir hier schon mal drin hatten mit den Trading-Ideen. Das brauchen wir hier nicht unbedingt, aber in die Woche schauen wir jetzt einfach einmal hinein, beziehungsweise ich mache das mal so, dass ich diese Dinge hier rausnehme, damit das doch etwas ordentlicher ist. Ich öffne einfach ein neues Chartbild, sonst kommen wir hier doch durcheinander durch die ganzen Markierungen. Das heißt, hier neues Chartfenster aufklicken, dann haben wir den DAX. Wir brauchen den DAX jetzt hier im Wochenchart entsprechend und da gucken wir uns das Ganze hier mal in der Woche an. Was waren oder was sind hier wichtige Marken in diesem Markt? Da muss ich mal ganz kurz noch etwas kleiner reingehen. Wir hatten ja mit dieser gesamten Abwärtsdynamik hier oben war entsprechend diese ganze Geschichte, wo es den Markt dann deutlich nach unten geschoben hat, hier diese Schulterkopf-Schulterformation Auslösung sozusagen nach unten hin hier auf einer großen Schiene. Dann hatten wir hier den nächsten Anlaufpunkt hier drüben um die Marke von 10.800
500 Punkten, da sind wir jetzt auch definitiv eingedrungen. Das heißt, diese Marke, dieser Raum ist erst einmal definitiv erreicht worden. Da stellt sich jetzt hier natürlich die Frage, wie geht das entsprechend weiter? Das heißt, wenn wir hier mal schauen, die wichtigen Marken auch mit reinzulegen, das heißt, das hier ist die Marke von, sag mal, über den Daumen ungefähr 10.800 Punkten. Nächster Bereich hier auf der Unterseite, wenn wir mal diesen Schub, diesen Markt nach oben sehen, da haben wir hier den Bereich dieses Korrekturtiefs hier unten und da liegen wir dann um die Marke hier unten von ungefähr mehr 10.100 Punkten. Das wäre mal so der nächste Anlaufbereich, den wir hier in diesem Markt mit haben könnten, wo wir hier die nächsten Schübe nach unten erwarten können. Das heißt, es kann natürlich immer wieder Korrekturen geben. Das ist ganz normal in einem Trendverlauf. Wir gucken uns ja hier den Wochenchart an. Da kann der Tag immer mal wieder auch schön dynamisch nach oben steigen. Das ist ja normal. Es gibt immer diese Abwechslung von Bewegung und Korrekturen. Das kann man dann auch sehr, sehr aktiv zum Trade nutzen. Aber das große Bild, was wir uns an dieser Seite ja hier anschauen möchten, ist momentan weiterhin bärisch, das heißt stark entsprechend abwärts gerichtet und das ist auch das Spiel, was wir hier momentan im Tageschart sehen. Der Markt läuft hier runter, wir haben sehr, sehr schön, hier sieht man ganz schön die Schwünge in diesem Abwärtstrend nach unten laufen. Das Ganze ist jetzt momentan in einer weiten Bewegung hier unten in diesen Widerstandsbereich um die 10.800 Punkte reingelaufen. Jetzt stellt sich halt hier die Frage, geht es jetzt erstmal korrektiv nach oben oder laufen wir weiter nach unten? Ich bin mir hier aus meiner Erfahrungsseite her noch nicht ganz sicher, wie es weitergeht. Warum bin ich mir nicht so sicher? Wenn wir einen Chartverlauf gehabt hätten, wie hier beispielsweise, wo der Markt einfach Stück für Stück durchgelaufen ist, ohne Panik zwischendrin, einfach nur starke Verkaufsschübe nach unten, wäre das das eine gewesen. Das ist dann eine Situation, dass man einfach sagt, wenn so ein Markt hier in einer Übertreibung oder einer weit gelaufenen Bewegung einfach wieder korrigiert, alles schick. Wir haben jetzt aber hier Faktoren am Markt gehabt, wo wir durch gewisse Nachrichten wirtschaftlicherseits und auch politischerseits einen starken Druck nach unten gesehen haben. Das heißt, wir haben jetzt hier den Markt deutlich nach unten laufen sehen. Wir haben jetzt hier Gaps gerissen, die nicht geschlossen worden sind. Das heißt, wir sehen ja jetzt noch nicht so eine Dynamik, die sich nach unten langsam abschwächt, sondern wir sehen weiter den Markt noch weiter laufen. Und ich hatte auch schon einen Artikel geschrieben zu sogenannten Panik-Gaps. Und es würde mich ja auch überhaupt nicht wundern, wenn wir dieses als erstes Panik-Gap gesehen hätten und wir dann im Schub nach unten noch deutlich weitere Bewegungen sehen. Ist etwas, das weiß man nicht, ob es kommt, aber rein von der Erfahrung her, die wir hier haben, ist das ein Szenario, was durchaus denkbar ist. Das heißt, nochmal zurück mit dem Blick auf das große Gebild, weiterhin abwärts gerichteter Markt, weiterhin deutliche Tendenzen nach unten und ich persönlich erwarte sozusagen, sobald wir hier korrektive Phasen sehen, dass wir nach dem Hochlaufen diese höheren Kurse wieder als Abwärtsverkäufe sehen. Das heißt, da können wir dann auch sehr, sehr schön den Handel aus der Korrektur gestalten, also Dinge, wie wir sie hier beispielsweise gesehen haben an den Märkten, dass wir von oben immer wieder die Signale nach unten bekommen. Hier, das war sehr schön ein Umkehrsignal, gleiche Lage hier in diesem Bereich, etwas weiter drüben hier, wo der Deckel drauf war, da haben wir die Umkehrsituationen gesehen oder auch hier in diesem Bereich. Das ist wirklich ein sehr, sehr schön laufender Abwärtstrend, den wir hier im DAX haben. Das sind Marken, wo man das sehr schön sehen könnte. Immer rein in die Korrektur, Umkehrsignale runter, rein in die Korrektur, Umkehrsignale runter. Das sehen wir hier schön am laufenden Band und das sind die Dinge, die wir hier sehen. Wann sich der Markt hier entsprechend ausgespielt hat, das wird sich zeigen. Kann auch im Tagesverlauf so sein, weil man einfach sagt, man nimmt hier die Kursgewinne auf der Short-Seite mit, die wir gesehen haben. Aber bei der aktuellen wirtschaftlichen Lage, die wir auch hier auch haben durch die Nachrichten, das werden wir nachher im B-Spook auch noch sehen, könnte es durchaus sehen, dass wir hier noch weitere Schübe nach unten kommen. Also es bleibt sehr, sehr, sehr spannend. Wer das Ganze hier im kurzfristigen Bereich machen möchte, der kann heute beispielsweise möglicherweise auf sowas warten, wie wir gestern haben, dass wir Schübe nach unten sehen und dann kurzfristige wieder Spikes nach oben im kurzfristigen Bereich. Ist das momentan bei der aktuellen Volatilitätslage sicherlich eine Sache, die man immer wieder auch anpacken kann. Schauen wir dann vom DAX mal in die US-Märkte hinein. Das heißt, wir gucken hier mal wieder in den großen S&P 500. Ja, was sehen wir da? Natürlich weiterhin auch einen Abwärtsdruck, aber hier sehen wir weiterhin dieses Gezappel. Gezappel, damit meine ich, wir haben hier oben irgendwo einen Deckel drauf und wir haben hier unten irgendwo einen Bereich, wo der Markt nicht wirklich richtig drunter will. Das heißt, wir haben hier auf Marktseite noch keine so wirkliche Entscheidung getroffen. Wir sehen allerdings, dass der Markt sehr, sehr, sehr nervös ist. Woran sehen wir das? Wir sehen das erst einmal an diesen starken Abverkaufskerzen, die wir in letzter Zeit immer wieder hatten. Das heißt, der Weg des einfachen Widerstandes ist hier momentan sehr stark ersichtlich, eindeutig nach unten gerichtet. Das ist das eine.
Aber die Unsicherheit der Händler, das sehen wir noch an der anderen Seite, nämlich an solchen Dingen hier, dass der Schub nicht unten bleibt, sondern dass man dann direkt wieder hochläuft. Das ist das, da geht es also hin und her. Extrem hohe Volatilitäten. Jetzt sehen wir natürlich diesen Markt schon wieder deutlich nach unten laufen. Das heißt, dieses Kauderwelsch, was wir hier sehen, sehen wir auch eindeutig in der Stunde hier diese langen Stäbe dieser Kerzen, diese ausgedehnten Bewegungen. Dann haben wir hier Korrektur, jetzt läuft der Markt wieder runter. Das ist dieses Hin- und Hergezappe. Sehr, sehr schön für aktive Trader. Im großen Bild haben wir allerdings hier weiter die Situation, wir haben den Druck von oben, aber nach unten hin ist noch keine finale Entscheidung getroffen worden. Das heißt, das sieht man ja auch sehr, sehr schön entsprechend im Wochenchart, wenn wir uns diesen Markt mal anschauen. Wir haben ja hier an dieser Stelle sozusagen immer noch diesen laufenden Aufwärtstrend, der momentan ziemlich unsauber wird, aber in der Situation tief korrigiert worden ist. Ich zeichne das mal ganz kurz fertig, also deutlich tief nach unten korrigiert worden ist. Dann ging es weiter nach oben. Wir haben ein neues Hoch geschrieben. Das heißt, dieser Trend hat sich weiter fortgesetzt. Und was wir jetzt hier sehen, ist, wir stehen einfach nüchtern betrachtet nur in einer tiefen Korrektur, die natürlich ohne weiteres bis hier runter in diesen Supportbereich laufen kann. Das heißt, diese Tiefs, die wir hier unten gehabt haben, dieses Jahrestief bei 2500 Punkten in etwa unten in diesem Bereich, das ist momentan auch da. Und solange wie der Markt da unten drunter nicht wirklich wegbricht, ist die Entscheidung halt immer noch in irgendeiner Art und Weise vertagt. Das heißt, wir haben hier dieses Gezappel hin und her. Das ist wirklich unschön. Aktive Trader können das aber natürlich sehr, sehr schön nutzen. Wir sehen ja, wir bekommen hier unten an diesem Bereich immer wieder den Schub nach oben. Das heißt, für die aktiven Trader ist das nice to see. Von unten nach oben, von oben nach unten immer wieder fein. Das Potenzial ergibt sich natürlich immer von unten nach oben, weil wir hier übergerichtet noch nach oben laufen. Das ist das eine Bild, was wir hier sehen. Der Abwärtsdruck ist aber da, wenn man dann die technische Sicht sieht. Die fundamentalen Daten aus den USA, die zeigen uns momentan ein gewisses anderes Bild. Das heißt, wer das Ganze auch mitspielen möchte, der muss das einfach im Kopf haben, dass die Märkte hier auf Wochenbasis halt schon den starken Druck nach unten gehabt haben. Hier ist eine unsaubere Phase, löst diese sich nach unten auf, dann haben wir natürlich auch einiges an Potenzial. Ne? Erst einmal bis runter zu dieser Marke um die 2500 Punkten und danach sehen wir hier unten in diesem Bereich natürlich auch die weiteren Marken. Hier haben wir ungefähr die 2400 Punkte Marke, wo wir Level haben, wo der Markt immer wieder drehen kann. Das nächste kommt dann hier in diesem Bereich um die 2300. Also wir haben doch deutlich Potenzial, was nach unten abgearbeitet werden können, um eine deutliche tiefe Korrektur hier in diesem Markt entsprechend auch zu bekommen. Und da würde es halt auch nicht wundern, wenn man mal eine Korrektur sieht, die 20-30% mal wirklich nach unten läuft, damit der Markt diesen starken Schub nach oben korrigiert, dann sehen wir natürlich auch Abwärtstrends. Das sind Dinge, auf die müssen wir uns jetzt hier vorbereiten, wenn der Markt die Entscheidung trifft, hier unten dieses Edge wegzubrechen und die Märkte nach unten abzuverkaufen. Das sind wichtige Faktoren, die sehen wir hier momentan und der Markt spielt halt eine sehr, sehr große Unsicherheit. Wo die herkommt, sehen wir nachher noch im Bericht oder in der Besprechung vom Beachbook. Das heißt, hier gucken wir uns das Ganze nochmal im Tag an, wie schon gesagt, das Getingel hin und her. Sicherlich sehr interessant für aktive Trader. Für diejenigen, die sich hier die Wirtschaftslage ausrechnen wollen, ist momentan das Hin und Her eine unschöne Sache, aber es ist hier noch nichts, sage ich mal, entschieden. Wir können immer noch nach oben laufen. Das haben wir ja gesehen, dass wir von unten raus immer schöne Dynamiken nach oben bekommen. Und da kann es natürlich auch mal passieren, dass der Markt nach oben rausbricht. Aber das ist, wie man so schön sagt, Kaffeesatzleserei. Wir konzentrieren uns lieber auf das, was wir hier sehen, was der Markt spielt, planen entsprechende Szenarien und die traden wir dann entsprechend. Und ob es dann mutmaßlich hoch oder runter geht, werden wir sehen, welche Szenarien der Markt dann hier entsprechend spielen wird. Und damit würde ich sagen, schauen wir nochmal in den technologielastigen Index, den US-Technologie Nasdaq 100. Hier sehen wir ein etwas anderes Bild wie das, was wir gerade im S&P 500 gesehen haben. Hier sehen wir sehr, sehr schön einen nach unten laufenden Trend. Hier, der ist immer wieder sehr schön in seiner korrektiven Phase nach unten mit abverkauft worden. Wenn wir uns hier das große Bild auf Monatsbasis einmal anschauen, dann ist man hier noch in einer ähnlichen Situation wie das, was ich gerade im S&P 500 beschrieben habe. Das heißt, wenn man hier einfach mal auf extrem wichtige Marken im Chart schaut, dann kann man halt mit einem Blick sehr, sehr leicht hier diesen Bereich um die Marke von, was haben wir hier unten, 6000, ungefähr 300 Punkten richten. Das heißt, diese Marke hier unten, die ist interessant und der Markt schiebt jetzt hier runter. Wir haben jetzt hier definitiv einen Abwärtstrend auch laufen. Das ist ja das, was wir auf Tagesbasis definitiv auch sehen. Auf Wochenbasis ist halt hier auch immer noch der Fall da. Schiebt es den Markt hoch,
oder fällt der Markt runter? Das heißt, auch hier die finale Entscheidung, was mit diesem Wochentrend passiert, ist noch nicht gebrochen. Aber wir kommen dieser Entscheidung auch hier Stück für Stück näher. Und das sind wichtige Faktoren, wo wir einfach sehen können, wo geht es denn hin? Das heißt, wo liegen hier auch die Potenziale? Wenn wir uns den Nasdaq einmal anschauen, da haben wir hier tatsächlich auch die Potenziale, weiter nach unten zu laufen, innerhalb dieses Abwärtstrends, der hier läuft, entsprechend diese Marken hier unten, diese Tiefpunkte noch mit rauszunehmen. Und da schiebt es dann diesen Abwärtstrend runter. Die wichtige Entscheidung wird in meiner Meinung nach oder in meinen Augen nach auch wirklich hier unten getroffen, um diese Marke von 6.300 Punkten, das schreibe ich auch gleich mal direkt hier unten mit rein, das ist dann interessant, 6.300, 6.400 Punkte, das ist die Marke, die hier wichtig ist, die interessant ist, wo wir dann sehen müssen, wie der Markt sich entscheidet, bricht er unten drunter, geht es auch hier deutlich Potenzial nach unten hier. Wir sehen, wo die nächsten Marken sind. Also auch hier wieder um diese Bereiche. Hier drüben haben wir es ja liegen. Anlaufbereich nächster wären dann knapp die 6.000 Punkte. Dann haben wir hier ein paar Korrekturtiefs aus diesem schönen laufenden Markt hier nach oben, wie er sich schön nach oben geschwungen hat. Das sind dann Anlaufpunkte. Also auch hier von oben her momentan deutlich der Druck erkennbar, wie wir ihn sehen. Der Markt verkauft ab und das sind hier die wichtigen Punkte, die wir aktuell auch sehen. Wo wir wirklich auch sehen, der Markt fängt langsam aber sicher an, die wirtschaftlichen Rahmendaten auch zu spielen. Wie schon gesagt, die Entscheidung, die Finale steht hier noch offen, ob wir wirklich die Wochentrends brechen. Wenn ja, dann haben wir hier die saubere Situation und das ist wiederum das Schöne, wenn wir uns den Tageschart vom Nasdaq mal anschauen, der schwingt wirklich sehr, sehr schön in seine Bewegungen und Korrekturen rein. Das heißt, hier können wir auch in Zukunft, wenn das Ganze sich so fortsetzt, sehr, sehr schön einen Handel ausführen, der uns ungenannt saubere, Signale für die Zukunft liefern wird. Da müssen wir einfach warten, was kommt. Aber es ist hier definitiv ein abwärtsgerichteter Markt auf Tagesbasis und die Entscheidung steht auf, ob die Woche hier weiter nach unten läuft oder aber ob wir vielleicht in der Woche anhalten und sich dann wieder saubere Aufwärtstrends bilden. Also hier auch die Entscheidung wird an dieser Stelle entsprechend auch noch ausfallen, wenn wir sie im Markt gespielt bekommen. Warten wir einfach ab, wie es hier entsprechend weitergeht. So, und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt nochmal in den Ölmarkt rein. Am Ölmarkt gibt es ja ein Hin und Her momentan. Gestern war ja OPEC-Treffen, da gab es keine Einigung. Heute Morgen wird hier möglicherweise eine Einigung erwartet. Das heißt, das ganze Ding wurde vertagt. Das heißt, wenn wir uns den Ölpreis auch einmal anschauen, wir sehen hier diesen massiven Rückgang nach unten. Das hat auch damit zu tun, dass aktuell von der Weltwirtschaft weniger Öl gebraucht wird. Und da stellt sich halt auch die Frage, Öl ist ja immer noch in vielen Bereichen ein sehr, sehr wichtiger Faktor in der Wirtschaft. Und wenn die Wirtschaft weniger davon braucht, ist die Wirtschaft nicht doch auf dem Abschwung momentan? Die große Frage, und der Ölpreis gibt uns ja hier ein eindeutiges Signal, dass der, sag ich mal, Bedarf am Markt mehr als gedeckt ist. Deswegen sinkt die Nachfrage, deswegen sinkt der Ölpreis entsprechend. Und das sind hier wichtige Faktoren. Wir haben hier weiter schön laufend diesen Abwärtstrend nach unten hin. Und wo es hingehen kann, müssen wir einfach auch mal in der Woche schauen. Das heißt, wenn wir mal hier die Situation sehen, wir sind ja mittlerweile hier unten reingelaufen in diesen Tiefbereich um die Marke von 51 Dollar. Nächster Bereich wartet dann schon etwas tiefer hier in diesem Markt. Das heißt, wir haben nach unten hin noch einiges an Potenzial mit dastehen. Hier haben wir viele, viele Wochen im Abverkauf gesehen. Jetzt gab es mal etwas Korrektur nach oben hin. Wenn sich das Ganze weiter nach unten fortsetzt, haben wir hier definitiv auch die Potenziale nach unten hin mit stehen. Das heißt, ich ziehe das auch mal gleich hier rein. Also hier irgendwo die Marke 48, 49 US-Dollar für das Barrel im WTI und dann hier unten der nächste Punkt irgendwo um die Marke von 46 US-Dollar. Oder da steht nach unten noch einiges auf der Uhr. Das bleibt also sehr, sehr, sehr spannend, was der Markt macht. Hier unten haben wir dann noch einen weitaus tieferen Punkt hier in diesem Bereich, wo wir hier unten schon öfter mal auch gedreht sind. Also wir haben nach unten hin deutlich Potenzial noch. Wenn die Wirtschaft weiter schwächelt und der Ölpreis sich nicht fängt, sind das definitiv Anlaufmarken, die man durchaus schon mal sehen kann. Aber das Zeichen hier ist schon ein sehr, sehr eindrucksvolles, so extrem stark, wie der Markt hier runtergelaufen ist. Das sieht man wirklich nicht alle Tage, aber man sieht es, ja, wir haben das hier schon mal gesehen, das war in 2015, wo es einfach stark nach unten ging, da gab es korrektive Phase und dann gab es nochmal einen richtigen Schub. Wir haben das hier drüben gesehen, das war im Jahr 2014, was hier kam, einfach viele, viele Wochen am Stück massiv nach unten und da sieht man mal, dass auch hier der Markt deutlich nach unten laufen kann und wir doch noch Potenzial zur Unterseite haben, was dann natürlich sehr, sehr schön für das aktive Trading für uns nutzbar ist. Also das mal ein kleiner Ausblick, ein paar Gedanken zum WTI, zum Ölmarkt an dieser Stelle. So, und dann mache ich das jetzt hier
Fragen scheinen gerade keine weiteren zu sein, so wie ich das immer mache. Wir besprechen jetzt gleich das Beachbook. Ich mache hier einen kurzen Break für diejenigen, die die Videos dann im Nachgang schauen. Das Beachbook, die Besprechung gibt es als zweites Video. Bleiben Sie aber bitte hier direkt dran. Ich unterbreche nicht den Stream. Ich mache einfach nur eine technische Unterbrechung der Aufzeichnung, damit ich dann zwei Videos auf unseren YouTube-Kanal entsprechend hochladen kann.